Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis bei City Skylines, unserem Let's Play zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Wir fliegen hier gerade über Saarkirchen, unser kleines pittoreskes Weinörtchen hier direkt an der Saar gelegen. Wir sehen hier eine ganze Reihe an etwas ja, alt oder älter anmutenden Gebäuden, auch wenn sie alles Neubauten sind. Was ich ja sehr schön finde, sind die Photovoltaikmodule hier auf den ganzen Gebäuden. Das heißt also, die nachhaltige Energieversorgung unserer neuen Stadt Saarkirchen ist gesichert, auch wenn es jetzt nur kleine Anlagen sind, aber das finde ich wirklich ein sehr schönes Feature, obwohl es jetzt ja gar keine nachhaltigen Stadtquartiere sind. Was wollen wir jetzt in dieser Folge angehen? Wenn das wir jetzt hier nochmal einmal über den Weinberg fliegen. Wir werden uns jetzt um die Spezialfabriken kümmern in unserem Industriegebiet. Das werden wir uns gleich mal angehen, dass wir die noch mal ein bisschen umstrukturieren, noch einen Güterbahnhof ergänzen. Damit fangen wir jetzt auch als erstes an. Wir haben keinen hohen Bedarf an Wohngebieten. Deswegen ist jetzt hier gerade, glaube ich, auch gar nichts zu tun. Hier vorne den U-Bahnhof, den schließen wir an, sobald wir hier die Fläche erschließen hinter dem Umweltcampus. Auch da müssen wir noch ran, also wir haben noch viel Potenzial zur Stadtentwicklung, aber ich möchte jetzt einmal hier entlang der Moselmündung fliegen. Wir haben hier vorne noch unser Wasserstoff-Elektrolyse, unsere Elektrolyseanlage errichtet, direkt hier um den Strom aus den Windenergieanlagen zu nutzen, um dann Wasserstoff zu produzieren für die Fabriken, die wir hier haben. Wir sehen im Hintergrund relativ viele leerstehende Gebäude. Da ist mir nicht ganz klar, warum da der Bedarf so schlecht ist. Also offensichtlich haben wir so viel Bevölkerungsbedarf. Da haben wir noch einen Friedhof, den können wir vielleicht mal wieder aktivieren. Ja, wir sehen ja überall hier in den einzelnen Stadtteilen noch leerstehende Gebäude. Wir schauen mal. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die einzigartigen Fabriken, die wir hier haben. Wenn wir hier das große Lagerhaus mit den Produkten aus den Fabriken. Wir haben hier unsere Lebensmittelfabrik, die läuft ganz gut. Wir haben viel Plastik. Tierprodukte ist ein bisschen knapp. Dann haben wir hier unsere Spielzeugfabrik, auch die läuft, wir haben die auf 150% Produktionsrate gesetzt, sieht auch gut aus. Die Druckerei läuft auch sehr gut, ausreichend Papier, Plastik. Und wir haben hier unsere Tupperwarenfabrik, da haben wir hier unser synthetisches Öl und den Kunststoff, den wir dann in Plastikprodukte umwandeln. Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem, glaube ich, dafür sorgen, dass wir noch mehr auf die Schiene setzen. Wir sehen hier den Verkehr auf unserer Hauptverkehrsader, der sich hier doch merklich zurückstaut. Offensichtlich werden wir hier Opfer unseres Erfolges bei der beim Einsatz. Hier haben wir ein Problem mit den Tierprodukten. Da müssen wir mal gucken, dass wir da tierische Produkte ran schaffen und dann hier lagern können, wenn man ja diese Fabrikhallen oder diese Lagerhallen extra erzeugt. Also hier ist viel Verkehr, das ist natürlich ungünstig, dass jetzt hier der Frachthafen direkt an der Hauptverkehrsader ist. Das müssen wir umgestalten, dass wir das hier ein bisschen verschieben, dass wir hier noch eine parallele Spur machen und wir müssen hier noch einen Güterbahnhof ergänzen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich glaube, die Stromleitung, wenn die wegmachen, dann springt der Strom nicht. Ah doch, tut er wohl. Wir haben jetzt ja hier den Strom. Das haben wir hier aktiviert in der Mod, dass der Strom entlang der Straßen fließt. Das ist ganz gut. Jetzt schauen wir mal. Also wenn wir jetzt hier einen Frachtbahnhof setzen. Wir haben ja hier den normalen Güterbahnhof. Den könnte man hier platzieren. Das würde, glaube ich, passen, wenn wir die Straßen so ein bisschen, wenn wir das ja eher alles jetzt umorganisieren. Alternativ gibt es ja hier im Flughafen auch noch
diesen großen Flughafen-Frachtbahnhof, der hat den Vorteil der zwei Gleise. Das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Ich glaube, den setzen wir auch. Guck mal, der hat. Ja, den setzen wir. Das machen wir auch. Wir müssen erstmal hier ein bisschen Platz schaffen für die Bauten. Das heißt, wir werden hier erstmal alles einebnen, denn da oben die Verbindung, die machen wir jetzt gerade nicht. Und dann werden wir die Fabriken auch umorganisieren und auch umgestalten, dass das halt optisch ein bisschen praktischer ist. Die waren jetzt erstmal, ich sag mal, nur platziert, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken, wie man hier die Fabriken geschickt setzen kann. Also auch hier machen wir noch ein bisschen Platz. Wir versetzen mal die Druckerei hier rüber. Da haben wir jetzt auch einiges an Verschmutzung, das ist aber nicht schlimm. Und dann haben wir hier auch noch die die Fabrik. Ich glaube, das setzen wir auch mal einmal um. Spielzeugwarenfabrik. Temporär hier drüben platzieren, damit wir hier jetzt Platz bekommen für unseren Güterbahnhof. Und zwar nehmen wir hier ruhig den großen. Also wenn wir den jetzt hier nehmen, muss dort die Straße lang geführt werden. Sehr gut, die Verbindung hier, die kann weg. Die brauchen wir an der Stelle nicht. Und dann müssen wir jetzt hier die Gleise runternehmen. Ich würde gerade, ob wir hier uns nicht die Freiheit nehmen. So, die Lagerhalle ist, die ist eigentlich sogar leer und die kann weg. Dann haben wir hier ausreichend Platz für die Schienen, denn wir müssen ja dann hier wieder hoch. Das ganze Konstrukt kann ja auch weg eigentlich. Das ist gewesen. Das ist zwar, sieht zwar hübsch aus, ist aber glaube ich nur eine Spielerei gewesen. Gut, ich glaube, das hier setzen wir noch mal neu. Das ein bisschen mehr Abstand. Gut. Ja, das ist besser. Wir haben wieder hohen Bedarf an Bevölkerung. Den will ich weiterhin befriedigen. Das ist hier mit den Hubschraubern. Wieso müssen die hier Wasser holen? Wo brennt es hier? Haben wir irgendwo einen Großbrand da vorne? Oh Gott. Da brennen die Gebäude, die Wohngebäude hier für unsere Arbeiterschaft. Das ist übel. So, ich glaube, das hier. Das Kabel machen wir nochmal eben weg. Hier hat es auch gebrannt, sehe ich gerade. Na gut, wir machen jetzt erstmal hier vorne. Setzen wir weitere Gebäude. Das füllen wir auch erstmal hier auf, bevor wir dann an anderen Stellen weiter bauen. Aber ich möchte erstmal hier die Stadt füllen. Wir brauchen hier auf der Seite auch nochmal eine Grundschule. Dann setzen wir hier auch nochmal ein Kinderkrankenhaus. Das können wir quasi hier vorne so ein bisschen setzen. Vielleicht auch noch einen öffentlichen Swimmingpool, damit noch mal ein bisschen was ist. Wir brauchen hier sicherlich auch noch mal so ein Krematorium. Das setzen wir aber hier hinten hin in die Ecke. Ein kleiner Yoga-Garten, der kann hier vorne, glaube ich, unten hin. Ja, und dann platzieren wir nochmal weitere Gebäude. Hinter den Gebäuden ziehen wir nochmal so einen Fußweg wieder lang, damit die Leute auch hier entsprechend sich frei bewegen können. Das passt ja hinter eigentlich ganz gut entlang.
Sehr schön. Wir brauchen noch, glaube ich, einen Zaun, damit hier keiner Blödsinn macht und in die Tiefe stürzt. Aber damit haben wir schon mal den Bedarf an Bevölkerung soweit gedeckt. Das ist da schon mal ganz gut gelaufen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was an Dekoration bei den Bäumen. Da kann ich was machen. Aber dann haben wir das hier auch schon mal so weit in die Wege geleitet. Können wir hier nochmal packen. Auch nochmal ein bisschen. Das sieht ja ein bisschen komisch aus mit dem Zaun. Den hat er nicht so gesetzt, wie ich wollte. Ja, da haben wir schon mal einen guten Start gemacht. Wir können hier gleich dann nochmal wieder hin zurückkommen, wenn der Bedarf an Bevölkerung wieder wächst. Aber wir fliegen jetzt wieder zurück zu unserem Industriegebiet. Wir müssen nämlich jetzt hier, also diese Straße hier kann auch weg. Ja. So, dann müssen wir jetzt hier die Schienen verbinden. Da müssen wir aber erstmal von hier oben wieder runterkommen. Hier machen wir eine Verbindung runter. Vielleicht können wir den auch noch ein bisschen versetzen. Hier den Bahnhof, der ist mal ein bisschen zu nah dran. Dann haben wir etwas mehr Spiel, was die Schienenverbindung angeht. Das gleiche, dann geht es dann da drüben hoch. Also die Tupperwarenfabrik kommt auch hier drüben hin. Ja, das machen wir gleich auch nochmal neu. Hier ist quasi die Hauptverkehrsstraße. Dann ziehen wir alle Fabriken ein bisschen davon ab, dass man da quasi mal auf das Gelände fahren muss. Gut, dann müssen wir von hier aus kommend hier runter. Wunderbar, das hier glätten wir auch noch mal, wobei das machen wir noch mal hübsch und neu, damit das hier etwas besser klappt. Das sieht besser aus. Also Schienenverbindung geradeaus. So, wir gucken, also hier müssen wir noch mal durch, aber wir setzen jetzt mal hier die Zugverbindungen. Das ist das, was ich wollte. Wir müssen hier, glaube ich, den Pfosten hier noch mal ein bisschen verschieben, damit wir hier unsere Straße, passt noch nicht. Dann machen wir das noch mal. Besser. Sehr gut. Dann haben wir auch direkt Verbindung. Ich überlege gerade, ob wir hier diese Verbindung. Ich könnte das mal weiterlaufen lassen, aber was hier mit dem zweiten Gleis machen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob wir das nicht anderweitig anschließen. Vielleicht hier irgendwie noch geradeaus fahren oder sowas. Ich glaube, das lasse ich noch mal offen, das zweite Gleis. Wir gucken mal. Ja, okay. So, jetzt müssen wir hier diese Straße, das muss hier weg, dass wir hier eine neue Verbindung bekommen. Das kann so nicht bleiben. Wir müssen die Priorisierung des Transportverkehrs verschieben. Und dann geht es hier parallel weiter. Da kommen wir durch. Wunderbar.
Wir können dann hier auch mit Einbahnstraßen arbeiten, dass quasi alles hier rein muss und dann hier oben rum rauskommt. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Ja. Also hier die Verbindungen hier rein und dann werden wir jetzt hier diese Fabriken alle ein bisschen nach hinten setzen. Ich glaube auch diese Straße hier oben, die kann eigentlich auch erstmal wieder weg. Wir schaffen uns hier einfach Platz, denn die brauche ich da oben überhaupt nicht. Das war ja mehr so eine Zwischenebene. Die setzen wir noch näher an unsere Eisenbahnverbindung. Dann habe ich hier noch mehr Platz. Das ist der Plan. So nah wie möglich ran. Denn dann können wir hiermit noch mal ein bisschen Erde bewegen. Und dann machen wir hier die Verbindung wieder. Oh Gott, nochmal. Hier eine Verbindung hin. Und das gleiche machen wir hier auch. Dass wir hier die Verbindungen schaffen. Das ist ganz in Ordnung. Wir setzen, glaube ich, hier oben direkt nochmal einen Zaun. Da nehmen wir hier, ist das hier mit dem Parkzaun, dann nehmen wir hier dann so einen Ölindustriezaun, wenn er ein bisschen industriell wirkt. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Dann ziehen wir den hier einmal oben entlang. Das gefällt mir ganz gut. Das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist quasi eine Art Ausfallstraße. Mal gucken, wenn wir die brauchen. Aber da haben wir quasi den Verkehr aus. Und wir können auch hier dann nochmal einen weiteren Bahnhof für den Personenverkehr schaffen. Wenn wir nur hier hinten den Regionalbahnhof, den könnten wir dann hier auf der Seite schaffen, um hier eine Verbindung zu konstruieren. Vielleicht einen Fußweg unter dieser Verbindung hier, ja, das ist eine gute Idee. Dann schaffen wir jetzt hier noch mal etwas mehr Platz, indem wir jetzt hier die Straße verlängern. Das wird jetzt hier unsere Hauptverbindungsstraße. Und dann geht es von hier aus immer ab in die einzelnen Industrieunternehmen. Da gucke ich mal, wie ich das jetzt hier verschiebe. Oh, da können wir sogar noch eine Stufe weiter nach hinten gehen. Also quasi hier. Dann haben wir nämlich hier unsere Lagerhäuser für die Fabrik. Das ist das erste Unternehmen. Das wird jetzt hier dann, das ist hier die Lebensmittelfabrik. Sehr gut. Dann haben wir hier unsere Spielzeugfabrik. Das passt so. Wir müssen noch hier die Lagerhäuser drehen. Haben wir hier eigentlich in den Richtlinien irgendwas Kritisches? Nee, ne? Automatisch sortieren, Stadtplanung. Ne, das wollen wir alles nicht. Nee. Gut, wir müssen da das Gebiet nochmal umbauen. Die Idee ist natürlich jetzt, dass die Unternehmen dann auch mit dem Wasserstoff agieren. Das heißt, den nutzen, um dann entsprechend ihre Produktionsmethoden anzupassen, um nachhaltig ihre Produkte herzustellen. So, was haben wir hier? Studierenden gehen wieder rauf. Das ist sehr gut. Zwei akademische Werke. Reputationslevel ist wieder gefeiert, die Berufsschule ist anerkannt, auch die fängt sich wieder, das ist gut.
So, wir schaffen hier Platz für unsere nächste Fabrik. Na, die Druckerei ist groß. Okay, dann designen wir die um. Die können wir mich dann hier so quer setzen, oder? So, dann wird die ja schmal. Und dann haben wir hier noch die letzte Fabrik. Das machen wir dann hier entsprechend dieser Konstruktion. Die passen hier vorne hin. Das Erdöl und das Plastik. Und die Tupperware-Fabrik kommt hier vorne so hin. Dann machen wir ein bisschen zentrierter. Ja. Und haben dann hier auch diese Verbindung. So, hier ist ordentlich was los an Verkehr. Da fahren jetzt auch schon die Güterzüge. Ja, wir müssen hier vorne auch noch den Verkehr neu regeln. Dass der, aber die wollen natürlich sowieso alle zu dem Güterbahnhof. Ne? Das ist einfach so. Wir müssen hier die Verbindung neu schaffen. Denn ich möchte, das ist also was Temporäres. So, und dann werden wir hier die Verbindung so per Zickzack machen. Und dann geht es hier ran. Ja, ich glaube, wir haben sie sogar schlimmer gemacht durch die Kreuzung hier. Ne? Weil die fahren alle hier hin und dann wieder zurück. Das ist im Moment der Weg. Wieso ist das so? Das ist ja wirklich, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. So, hier liegen tote Menschen in den Schnittholzlagerhäusern. Das ist nicht so gut. Hier können wir, hier auch nochmal ein paar Lagerhäuser. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Ich gucke mal. Das kleinste, die passen hier gerade nicht hin. Da ist die Frage, ob wir nicht hier diese Verbindung etwas weiter machen. Bis hier vorne und dann da kleine Lagerhäuser hinsetzen. Passen die? Ja, die passen ja auch nicht hin. Das gefällt mir nicht so ganz. Aber wenn wir das hier... ist jetzt nicht schön. Ja, gucken, ob das was überhaupt was bringt. Wir haben jetzt hier diese überdachten Lagerhäuser. Da passen doch zwei nebeneinander. Ausgewogen ist in Ordnung. Dann nehmen wir jetzt die kommerziellen Güter mal. Dann kriegen die LKWs vielleicht hier geradeaus durchgebracht. Ja, was fehlt denn hier? Die Tierprodukte, die sind das Problem. Ist jetzt hier noch irgendwelche Fleischproduktionsstätten hier in der Nähe bauen. Klar, die müssen natürlich von hier hinten rüber geschafft werden. Naja, wir zäunen, glaube ich, mal hier das erste Industrieunternehmen ein, dass wir das schon mal gemacht haben. Nehmen wir denn dafür einen Zaun, diesen Forstwirtschaftszaun, damit man jetzt hier nicht so reingucken kann. Das fände ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Die Winkel machen wir an. Und platzieren noch mal ein paar
Bäume müssen ein bisschen Abstand halten, dass wir hier keine die Verschmutzung nicht mitnehmen. Und dass wir hier vorne so ein bisschen Sichtschutz machen. Ich guck mal, was nehmen wir denn da hier? Können wir hier mal die Erle nehmen? Jawohl, dann haben wir hier den nächsten. Was haben wir hier noch? Die kleine Buche entlang unserer Spielzeugfabrik. So, die Bäume hier. Achso, die gehören zu der Fabrik. Ja, ist natürlich unglücklich, aber dann haben wir hier so ein bisschen den Sichtschutz. Dünn die nochmal aus. Aber ich glaube, das war schon mal jetzt ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass wir hier unsere Industrie so ein bisschen umstrukturieren und ein bisschen realistischer gestalten, dass da die Unternehmen agieren können. Wir könnten theoretisch damit so ein bisschen realistisches Jahr nochmal so ein bisschen, auch wenn wir es nicht brauchen, ein bisschen Bürogebäude platzieren, quasi als Verwaltung. Dass wir das Industriegebiet noch ein bisschen erweitern. Aber ich denke, auch wenn jetzt der Bedarf gleich null ist, sollten wir das machen. Ich glaube, das ist ganz realistisch hier, dass wir natürlich auch Verwaltung brauchen für die Fabriken. Bürogebäude, da sitzt dann die Disposition drin, die Buchhaltung etc. Da haben wir schon ordentlich Verkehr produziert, muss ich sagen. Da brauchen wir keinen Zaun, das ist nicht so schlimm, aber hier doch. Ja, aber da haben wir doch schon ordentlich Verkehr jetzt hier auf den Weg gebracht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das wirkt doch deutlich realistischer. Hier machen wir noch mal ein bisschen an Büros. Ach, der Bedarf ist gerade null. Das ist so. Aber der wird schon noch kommen, denke ich mal. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. So, hier viel Verkehr. Das klappt hier mit den beiden Lagerhäusern ganz gut. Hier staut sich schon wieder der Güterverkehr. Hier sind auch Güterfahrzeuge. Aber hier der Verkehr, ah, der löst sich aber so ein bisschen auf. Ich glaube, es funktioniert, das, was wir hier planen. Ja, das ist gut. Bevor wir jetzt die Folge abschließen, werde ich jetzt noch ein paar Gebäude setzen. Ich frage mich jetzt, ob wir nicht hier auch noch... Wir brauchen auf jeden Fall hier noch weitere Wohngebiete. Denn hier ist ja wirklich... Die Arbeiter müssen ja wirklich ganz aus der anderen Richtung kommen und mit dem Zug fahren. Wir werden hier vorne, werden wir dann noch ein neues Wohngebiet machen. Das ist aber was für die nächste Folge. Dann gehen wir noch mal einmal nach Saarkirchen. Hier ist nämlich alles schon wieder voll gebaut. Das ist gut. Dann machen wir hier unten weiter. Eigentlich fehlt hier auch noch die Verbindung hier vorne. Direkt am Kai. Dann nehmen wir hier Pflastersteine mit. Ja, nehmen wir das hier ruhig. Da brauchen wir noch die Verbindung dann hier hoch. Dann können wir nämlich auch hier noch, da gibt immer was zu tun. Können wir jetzt hier nicht diese Objekte hier setzen? Das funktioniert jetzt wunderbar. Dann machen wir hier vorne den Jitski, der passt nicht. Was ist hier mit? Das ist auch nicht im Wasser. Wir haben hier noch das Restaurant Pier. Das ist in Ordnung. Beachvolleyballplatz machen wir hier hinten. Skaterpark machen wir auch hier an der Kante. Hier noch so ein weiteres Pier und nochmal so ein Restaurant. Ja, das ist doch wirklich prima. Sehr schön. Nur noch ein paar Parks, glaube ich.
die wir hier noch platzieren sollten. Nochmal ein Spielplatz. Kleiner Park. Der ist ganz schön groß, der kleine Park. Machen wir hier noch so einen japanischen Garten auf der gegenüberliegenden Seite. Dann haben wir noch ein bisschen was geschaffen. Machen hier noch die Fußwege rein und dann können wir noch ein paar Gebäude setzen. Der Bedarf ist ja weiter hoch. Dann müssen wir mit dem Move-It einmal ran, um hier die Verbindung zu schaffen. Sehr gut. Jetzt habe ich hier mal so ein paar Dinger reinmogeln, damit das hier einigermaßen passt. Wunderbar. Müssen wir mich auch noch ein bisschen tiefer setzen. Die sind wieder zu hoch. Da ist ein bisschen mit der Höhe immer das Thema, dass das sonst nicht so richtig funktioniert. Ja, das ist ja hier Kappes. Aber da spielen wir mit Move It. Ja, die setzt die Mods jetzt nicht so intensiv ein. Aber ich glaube, ganz ohne geht es nicht. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ja, das Dekorieren machen wir jetzt mal anders. Das machen wir nicht jetzt. Wir nutzen jetzt hier die Gelegenheit nochmal, um hier nochmal ein paar Wohngebäude zu platzieren. Eine Schule brauchen wir, glaube ich, nicht. Und dann sollten wir irgendwann auch nochmal anfangen, die Gewerbeflächen hier zu integrieren. Aber das mache ich erst dann, wenn der Bedarf an Gewerbe mal wieder wächst. Im Moment haben wir ja überhaupt keinen Gewerbebedarf. Das ist echt ärgerlich. Das heißt, die Leute finden alle woanders einen Job. Was ich wirklich, also verwunderlich finde. Ich weiß gar nicht, wie die das dann machen hier, oder die Spielmechanik das organisiert, dass da die Leute einen, also die müssen dann immer weit fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sonst geht es ja nicht. So, ja, das ist gut. Wir füllen den nochmal weiter auf, denn wir sehen, der Bedarf ist weiter hoch. Die Gebäude entstehen schon relativ schnell, muss ich sagen. Da wächst und gedeiht unsere Stadt doch ziemlich. Überraschend ist es nicht, aber ich finde es trotzdem interessant, dass der restliche Bedarf weiter niedrig bleibt. Aber gut, so ist das dann wohl. Damit haben wir das auch soweit auf den Weg gebracht. Hier haben wir da unsere Freizeitgebiete. Das Müllproblem haben wir auch gelöst. Das ist auch gut. Wir sind doch wieder spürbar unter 100.000 Einwohnern. Aber gut, das ist so. Wir gucken nochmal. Hier vorne ist, was die Gewerbe angeht, ist hier wieder einiges insolvent gegangen. Das ist überall in der ganzen Stadt so. Ich hatte nämlich off-cam nochmal einige weggemacht. Aber gut, das kriegen wir in der nächsten Folge. Wir springen einmal hier vorne hin, sehen den großen Verkehr, der jetzt hier vorne ist. Also da ist der Müllabfuhr, die fehlt. Das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Wir werfen einen Blick auf unsere umgestalteten Spezialfabriken, die jetzt nachhaltig mit dem Wasserstoff aus der Syntheseanlage oder aus der Elektrolyseanlage agieren können. Der Verkehr hat sich eigentlich ganz gut entwickelt an dieser Stelle. Muss noch hier noch ein bisschen dekorieren, aber das werden wir dann hier machen mit, sobald hier dann noch das Wohngebiet ist. Das kommt dann als nächstes, damit wir dann hier vorne aktiv werden können und auch noch Wohnstätten für die Arbeiterschaft generieren. Mit dem Kreiselflug über das Industriegebiet verlassen wir an dieser Stelle wieder Viridis. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.